Oh, hast du dich erschrocken eben, Nick? Nein. Warum hast du keinen Feger in der Hand? Wie macht man das? Achso, macht man das? Den Moment einfach ausweichen. Wenn ich beitrete, will ich, dass alles tiptop aufgeräumt ist. Dann seid ihr die ganze Zeit rum. Jobs los. Ja, das ist hier so ein 1-Euro-Job. Ich weiß gar nicht, was du willst. Bam, bam, bam. Ich will so Fotos. Fotos von Spider-Man. Ab in den Ofen. Und herzlich willkommen zu Viscera Clean Up Detail. Mit dem alten Mann. Ich kann. Mit Nick. Bob, das ist der hier. Hallo. Ich hab mein. Ich hab mein. Bobbing. Mein, alone. Was ist ein Bobbing? Weiß ich nicht. Ich hab doch ein Spiel gestartet, du brauchst doch bloß beitreten. Du musst aber gerade den Sound und alles ein bisschen einstellen. Ja. Polka ordentlich runterstellen. Nein, den mach ich gern, ich warte schon auf dich, dass du den kriegen willst. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz muten. Hauptsache, die Piste dance mega ab, wenn ich das gerade einsetze. Die Musik ist gar nicht gut, ich mach das mal leiser, wegen, du weißt schon. Ja, denn die, das ist die ärgern doch uns immer dann bei YouTube. Ja, ich habe jetzt einfach das erste genommen, Henry. Ja, ist okay. Wir haben noch ganz viele, wenn uns das Spaß macht. So, wo bist du? Ach, da hinten wühlt er rum. Hallo, Herr. Hallo. Du hast da was im Gesicht. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Du hast da was im Gesicht. Nein, du hast da was. Da, genau. Da. Nein, ich muss jetzt die Polka suchen. Hallo? Das finde ich geil. Lass das nicht anlassen. Kann man zoomen hier irgendwie? Nee. Nein, zoomen kannst du nicht. Ich würde gerne wissen, wie der heißt, der hier rumliegt. Hier, wer bist du? Wer bist du? Warte mal, jetzt muss ich den. Kann man auch. Das war Kevin? Guck, wo bist du? Da hatten das sogar mal eine Map geklärt, oder nicht, Nick? Aber dann hatten wir das Problem, dass wir irgendwie einen Teil nicht fanden, oder nicht? Ja, irgendeins. Kevin! Du warst der Größte. Oder? Was? Flairguns hier. Wie machen die denn nochmal? Hier liegt noch was von Kevin, ich pack's mal dazu, damit wir ihn komplett verbrennen. Willst du mit rein in den Ofen? So. Haben wir hier noch irgendwas von Kevin? Warte Leute, wir machen das alles nicht. Ich hab die Flare Gun gezündet. Oh, er hat die Flare Gun gezündet. Ah, ich hab die Kiste in der Hand. Leute, pass auf, frisch gewischt. Ah, ich bin fast hingefallen. Ach, hier ist ein Eimer. Möchte einer was trinken? Hast du Durst? Ich hab euch da erstmal ein frisch gewischtes Schild hingelegt, ne? Ja, das ist aber schön. Wie zündet man die Flare Gun an? Du musst ihn in die Hand nehmen und einfach schütteln. Oder ich schüttel mich! Linke Maustaste gedrückt halten und dann kannst du das so drehen, dann musst du auch ganz schnell drehen einfach. Achso. Dann nehme ich was, womit ich mich auskenne. Ich räume erstmal alles weg. Hab ich sie? Ich hab sie. Auf jeden Fall, das Zimmer muss ich eigentlich vorne. Ich bin der König der Welt. Der größte Held. Was gab's denn hier? Ah, Nudeln mit Huhn. Ich hab doch gesagt, wenn wir erstmal anfangen, dann komme ich nicht dazu, das zu sagen. Ja, erzählt mal. Ich bin jetzt ruhig. Ja, halt irgendwie so tödlich, also Marvel Superhelden, die aber in Wirklichkeit halt mega tödlich und dangerous sind. Und da war irgendwie auf Platz 3, Thor, glaube ich. Also, einfach aus dem Grund, weil er kann Blitze machen und so weiter, und wenn der so gesehen die ganze Zeit mit seinen Blitzen schießt, dann könnte das so gesehen dafür sorgen, dass irgendwie die Erde überhitzt oder irgendwie sowas. Und dass er dann dafür eigentlich sorgt, dass globale Erwärmung und sowas halt extrem gesteigert wird in kürzester Zeit, ne? Und dann halt auf Platz 2 irgendwie Quicksilver. Also das ist ja... Goddammit, Leute, was denn jetzt ausgeschüttet? Warum? Ja, ich dachte, man macht das mit dem Wischmob sauber, der Fleck wird ja immer größer hier. Du musst, den Mob halt immer wieder Du musst den Mob ja auswischen irgendwann. Ja, hab ich ja. Ich hab ja hier in den Eimer rein. Ja, also auf Platz 2 war irgendwie Quicksilver, also die Marvel-Version vom Flash, ne? Ja. Okay. Die man da halt sehr schnell laufen kann.
Und der ist halt in dem Sinne halt übelst tödlich, weil er bewegt sich ja mega schnell, und wenn er so gesehen, während er sich mega schnell bewegt, den Leuten nur mit dem kleinen Finger stupst, ist das ja so, als ob er die irgendwie mit einem Auto mit 3000 km/h anfahren würde, und die würden halt alle eigentlich explodieren innerhalb von kurzer Zeit, ne? Verstehe ich zwar jetzt nicht ganz, aber erzähl weiter. Hä? Gibt's denn nicht? Warum kann man nicht das Wasser hier nehmen? Seht ihr ja auch gerade so ein Ding durch die Gegend schweben? Weil das Kanalisationswasser ist. Das ist schon dreckig genug. Geh weg. Ja, und auf Platz 1 ist halt Ant-Man. Und den fand ich gar nicht mal so unlustig, den Film. Hab ich nicht geguckt. Aber der ist halt der tödlichste Marvel-Superheld in dem Sinne. Weil er könnte theoretisch, er kann ja irgendwie, das wurde ja im Film gezeigt, auf Molekülbasis schrumpfen. Ja. Und wenn er so gesehen kleiner als ein Molekül, also kleiner als jede Zelle schrumpfen würde, müsste Ant-Man irgendwie implodieren und somit ein schwarzes Loch erzeugen, was so gesehen die halbe Milchstraße einsaugen würde. Das weiß ich, kann ich zwar jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber ich kann mich erinnern, dass da was war mit Ant-Man. Dass das gefährlich war, wenn er zu doll schrumpft. Wie gesagt, den Film fand ich gar nicht mal so unlustig. Oh, hier muss noch weggeräumt werden. Weg! Hab ich halt nicht geguckt, kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich hab ihn halt gesehen. Kann ich dieses komische bunte Ding hier... Haben wir jetzt die Area safe, oder? Oh. Hey, was soll das? Was machst du da? Nick Leute? Hat schon Angst gekriegt. Leute, erzähl weiter. Arbeitsschutz beachten. Frisch gewischt hier. Nicht laufen. Oh ja, das ist der. Lauter. Auf Anschlag. Goddammit, Nick. Warte, gibst du nicht diesen Laserstrahler irgendwo? Ja. Mach die Musik aus, ich werd arbeitswütig. Ich muss was wegräumen, wo ist was wegzuräumen, ja. Ach, hier, das Radio. Nein. Das könnte doch in die Kanalisation fallen. Dann wird es aber nicht kaputt gehen. Echt? Oh Leute, ich hab einen Besen gefunden. Ja, ich weiß. Lautstärke einstellen mit dem Radio, ne? Ich hab eine Klobrille gefunden. Ey, Nick, was konnte man nochmal mit dem Besen machen? Hier, komm, kriegst eine Brille. Kriegst eine Brille. Genau. Wo bist du? Ihr macht den Bauern. Ich glaub damit. Aber ich muss nicht wieder einmal ausgekippt. Goddammit, Leute. Ich bin doch hier am Wüten, am Arbeiten. Geh weg. Ist weg, das muss clean sein. Oh, da oben. Ich hab was gesehen. Da oben! Noch irgendwo was? Hier, hä? Bis auf die Fußspuren? Achtung. Fußspuren. Fußspuren? Ja. Und die sind nicht von uns. Oh, verdammt, Bescheid. Da ist ein Arm rausgekommen. Vielleicht. Da ist ein Arm rausgekommen? Na, vielleicht ja, braucht die noch viel. Ja, kommen da Körperteile raus. Ja, ich weiß, das war in der Demo auch schon. Die haben wir ja, der Herr Kedos und ich, schon gespielt. Und wenn ich dran denke, habe ich das auch verlinkt. In der Beschreibung. Von damals. Ich hätte gerade übelst auf die Eier. Ich kann es auch lauter machen, wenn du möchtest. Aber Henry! Soll ich das Radio wegtun? Es könnte ja mal dagegen laufen, so zum Beispiel. Oh! Du bist gestorben, oder was? Nick hat, das Radio hat mich... Ich habe einen Schlag gekriegt vom Radio. Oh, was machst du da drin? Bist du das... Nick, du bist das hier am Radio, ne? Ja. Hier sehe ich nämlich keinen Namen. Ja, kann man den einstellen, kannst du einstellen, dass du... Ach so. Ja, ich weiß, habe ich gesehen, ich habe mich nicht getraut, ist auch jetzt egal. Ist, glaube ich, nicht so wichtig. Namen sind Schall und Rauch. Scheiße. Oh. Mach die mal leiser. Alter, jetzt schipp mir doch nicht die ganze scheiß Modder hier. Ich weiß, dass man eine Kiste machen kann, aber ich räume lieber einzeln. Jeder Gang macht schlank. Oh, nicht so laut! Sonst sperren die uns das... Nein. Was ist das? Wo hast du das her? Was ist das?
Hat nicht viel gefunden. Ich hab die auch vorhin gesucht. Au! Hier, fress das! Nimm das! Nimm das! Wo bist du da? Ah. Hört mal auf! Ich hab hier was Alien-mäßiges! Ja, gut möglich. Ah, das kenne ich noch gar nicht aus dem anderen Teil. Aber da gab's auch nicht so große Leichenteile, ne? So, ich muss jetzt hier erstmal die ganzen Fußspuren wegmachen, damit wir hier halbwegs safe sind. Ja, aber ich tue immer, dass es mal wieder dreckig. Ja, ich weiß. Ich mach's aber auch wieder sauber. Guck. Du guck, beachte mein Werk. Guck, guck. Oh, das Radio ist runtergefallen. Das tut mir aber leid. Oh, hier hat einer mit Schrot geschossen. Die Marke. Ich kriege nur das Körperteil raus. Willst du mich verarschen? Ich wollte das Ding aufsammeln. Ein da. Patronen in den Ofen werfen ist auch nicht besonders schlau, ne? Du kannst dir ja diese großen Eimer holen, wo du alles auf einmal reinlegen kannst. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß das, aber das ist ja... Das geht ja zu schnell, denn... Wir müssen Zeit zusammenkriegen. Alter, krieg ich nur... Wir brauchen Folgen! Was hast du da für einen Käsefuß in der Hand? Ein Medic Pack. Alter, schon wieder ein Teil. Ich hab auch einen Fuß im Bein. Ich hab einen Alien... Wo findest du den ganzen Scheiß? So, oh, das Bein. Das ist eine. Ey, der Ofen mobbt mich. Erste Hilfe, Pack. Aha, der Ofen mobbt dich. So, jetzt ist drin. Au. Schlag mich nicht immer. Hier, das schmeiß ich jetzt auch da rein. Oh, ich wollte das da reinschmeißen. So, weg. Was ist das hier? Ach. Hä? Nochmal. Ich hab eine Strahlenquelle hier, Atombombe. Ach, hier. Ach, das ist Licht. Pass auf, dass die nicht kaputt gehen, dann 20 Ja, Stunden. Das ist, wenn du die fallen lässt. Stoß in die Gewalt gegen. Das ist der Zweifel. Warum, was passiert denn, wenn man das fallen lässt? Kann man das auch in den Ofen tun? Passiert doch gar nichts, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Guck, mein Licht ist doch da. Oh, der ist wieder schmutzig. Ich sorge jetzt erstmal hier für genug Beleuchtung. Ich kenn dich. Machst du nur eins wieder kaputt. Was? Ich soll mich entfernen? Nein, ich versuche jetzt echt für genug Beleuchtung zu sorgen, weil das nervt mich, dass es hier so dunkel ist. Wie entkernt man sich? Ach, das Grüne hier ist Alienblut. Jetzt begreife ich erst. Na, ich kenne das doch noch nicht. Ich habe mir das da vorne eben erst spontan gekauft. Und der Zwang. Ich wurde gezwungen. Lüge. Das scheiß Flägern. Ne? Oh. Der Besen ist aber schnell dreckig, ne? Ich bin nicht so produktiv, aber ich versuche gerade echt einfach erstmal Beleuchtung. Ja, macht ja nichts. Organisieren. Aber dieser olle Besen ist schnell mistig, ne? Ja, den brauchst du gar nicht benutzen. Warum? Wie sollen wir denn sonst den Dreck wegkriegen? Wenn ich herkomme, sind wir neue Fußspuren. Ja. Ist da noch die Hebebühne oder braucht man die ja nicht? Braucht man hier nicht, ne? Das Radio ist kaputt. Nein. Nee, es ist nur mega leise. Alles gut. Ah! Aua! Was ist denn mit dem Radio los? Ich hab das auf leise gestellt. Hat euch ja nicht gefallen. Die Polka. Danke. Unmöglich, ne Nick? Ja, ne? Ich komm kaum hin. Ja, ich schäme mich auch ein bisschen. Ein bisschen schäme ich mich. Aber nur ein bisschen. Jetzt schon nicht mehr. Ist hier oben noch was? Was hast du? Jungle Beat oder was war das? Nimm mal das Radio bitte runter. Nein, das hat Proof. Boah, der Groove, Mann.
Der Grooveman? Der hat mich gepackt. Oh! Lauf, jetzt war die Ellie. Ich war das weg. Nicht. Oh Gott, stell den einmal wieder. Hey, warte. Oh Gott, ich hab den neuen Herrn. Fuck. Ich hab einen neuen Freund für Susi. Hey Susi! Bin ich da. Mal hinter dir. Du saust dir alles ein. Du saust ein. Ich hab jetzt wieder weggeräumt.